Junge! Was geht ab, YouTube? Willkommen zu diesem Video. Das Video wird so ablaufen, dass es so ein bisschen wie ein Vlog geschnitten ist. Ihr begleitet mich eigentlich so eine gesamte Woche lang und bekommt total viele Einblicke. Aber es soll auch um so ein bisschen Wissen gehen, was ich vermitteln möchte, zumal ob den Muskelaufbau fördert oder behindert. Das ist eine Frage, die wollen wir uns ganz am Ende des Videos stellen. Deswegen bleibt dran und wenn euch rein diese Frage interessiert, weil die natürlich auch Teil des Titels ist, dann könnt ihr gerne so ein bisschen nach vorne spulen. Am Ende des Videos werde ich nochmal im Detail auf diese Frage eingehen. Ansonsten habe ich unfassbar viele Kommentare beim letzten Video von euch erhalten und das Feedback war so positiv. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Daumen nach oben auf ein Video bekommen. Also an der Stelle schon mal vielen Dank. Auch die Videoideen. Ich bin richtig hyped. Ich hatte ja, wie ich gesagt habe, so ein Loch von meiner kreativen Phase. Ihr habt mir so viele Ideen zukommen lassen. Ich habe mega Bock, einiges abzudrehen. Und wir haben auch überlegt, jetzt in Zukunft so ein paar Reactions zu drehen, aber das soll nicht Hauptbestandteil dieses Kanals werden. Dementsprechend werden so Reactions immer mal wieder mittwochs hochgeladen und die restlichen Videos ganz normal am Wochenende. Sagt mir gerne mal, wie euch der Aufbau von diesem Video hier gefällt, dass ihr einfach so viele Einblicke über viele verschiedene Tage bekommt. Denn heute werden wir Flips machen. Wir werden etwas Geiles auspacken, was ihr noch in dem Video sehen werdet. Da bin ich richtig hyped drauf. Wir werden ganz dringend Haare schneiden, Corona-Situation, alle Friseure haben geschlossen. Das machen wir direkt nach dem Intro, damit das schon mal vom Tisch ist. Dafür kommt auch wieder der Pascal vorbei. Übrigens, ich hatte auch Nachrichten bekommen, dass so ein paar Personen wirklich Angst hatten, dass ich jetzt komplett auf die Yogaschiene gehe und weg von Calisthenics. Nein, wir werden das Ganze so ein bisschen vermischen. Ich glaube, Yoga ist sehr stark gesundheitsfördernd für jeden Menschen. Ich habe auch selbst für mich gemerkt, dass diese Dehnung mir unglaublich gut tut. Es werden ein paar Videos im Yoga-Bereich kommen, aber ich höre nicht auf mit Calisthenics. Ihr werdet auch weiterhin Tutorials bekommen. Und ich kann auch schon wieder so ein bisschen Handstand ausführen. Ich zeige es euch mal kurz. Ich merke das so ein bisschen in meinem Arm, aber wir sind da auf einem ganz guten Weg. Ansonsten werde ich natürlich Flips machen. Flips ohne Ende. Ich werde jetzt Tricker. Letzter Punkt, bevor jetzt wirklich das Video losgeht. Wir haben immer noch unsere Bleib-zu-Hause-Aktion für die Handstandanleitung. Du kannst also immer noch 15 Euro auf die Handstandanleitung sparen. So einen Rabatt haben wir noch nie gefahren. Und du kannst den Handstand mit diesem umfangreichen Guide ganz easy von zu Hause aus lernen. Schau da gerne mal vorbei. Das ist nochmal oben in der Infokarte verlinkt, aber auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommt das Intro und dann starten wir. Ihr kennt alle die aktuelle Situation, Friseure haben zu, zumindest nach dem aktuellen Stand. Was haben wir heute für Datum? 26. 26.3. Ja, genau. Ich bin ganz neben mir wegen dieser aktuellen Situation, weil ich kürzlich in Thailand war und dann im Urlaub eh nie aufs Datum achte. Und weil die Friseure zu haben, haben wir nur eine Möglichkeit. Pascal ist hier dabei, ihr habt ihn noch im letzten Video gesehen, wo wir eine Yoga-Routine gemacht hatten. Wenn ihr da noch mehr Bock drauf habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Jetzt geht es darum, ich habe extra alles hier mit ins Office genommen, damit wir uns die Haare rasieren können. Ja, wir ist noch nicht ganz offiziell. Ich denke noch drüber nach. Also ich habe schon richtig die Matte auf dem Kopf und kann halt nicht zum Friseur gehen. Ich bin eigentlich jetzt nur noch so am Überlegen, machen wir den Schofield oder ja, den... Wir machen den Burroughs. Den was? Den Burroughs. Burroughs ist ja noch kürzer, oder? Auf jeden Fall an den Seiten richtig kurz. Ich habe mir früher, müsste meiner Verteidigung sagen, nicht, dass ihr denkt, das wird jetzt richtig scheiße. Ich habe mir früher immer selbst die Haare rasiert, auch den Pascal die Haare rasiert und so, nur seit Jahren nicht mehr gemacht, weil mittlerweile geht man arbeiten und kann sich einen Friseur leisten, aber es ist halt lange nicht mehr passiert. Ich soll anfangen. Ja, auf jeden Fall. Ich will es nur kurz. Ich will es nur mal hier so ein bisschen abtrennen, dass wir genau wissen. Ja, willst du trotzdem oben kürzer lassen? Oben länger. Oben länger als an der Seite schon, ja. Echt? Also wir machen nicht den Schofield. Sorry, dass ich jetzt gerade so dumm aussehen. So, dann wissen wir zumindest, das hier muss man eigentlich mit der Schere machen. Mit der Schere kann ich gar nicht umgehen. Das heißt, wir rasieren alles. Jetzt habe ich doch ein bisschen Schiss. Ich mache einfach mal. Hast du nicht immer was mit 3 cm gesagt? Oben, ja. Achso. Ja, was fällt mir alles im Kragen? Oh Mann. Hier muss jetzt ein Übergang rein. Das kann jetzt nur scheiße werden.
Wir machen jetzt einfach erstmal oben richtig kurz, weil sonst checke ich das alles nicht. Oben Alter, nicht hast du eine Mähne oben drauf. Ja. Jesus. Ja, so nimmt es doch jetzt schon ein bisschen mehr Form, oder? Noch kürzer als so? Ja, schauen wir mal. Ist schon noch sehr lang. Boah, von der Seite sieht ja richtig verkackt aus. Jo, komm, Alter, was mach ich denn da jetzt? Ey? Oh, fuck. Hä? Oben hast du noch eingebaut. Nee. Oh. Hier. Die Seite hier gefällt mir. Ich guck mich mal von der Seite an, was für ein Cut. Guck mal. Aua. Oder halt noch kürzer. War das jetzt schlau? Sag mal, was? Was? Warum? Wieso? Ich wollte es noch ein bisschen kürzer an den Seiten. Muss der Tag so enden? Wie soll ich denn da jetzt einen Übergang reinmachen? Also schon alles obenrum weg, aber wie lange es am Ende nachsteht, machen wir so 4 cm. Okay, Alter, jetzt geht's ab. Kopf drüber, dass nichts auf den Boden fällt. Warte, ich will nochmal schön vorher nachher gucken. Nein, Abbruch. Ich traue mich gar nicht hochzukriegen. Ich hab so Schiss. Lass es weg. Ja. Ich bin so geht. Ich bin so geht. Hast du eine Kappe? Nee. Oh, Junge! Ey, ich hab's nicht mal jetzt. Nein, Digga. Bist du komplett behindert? Oh, wie unfähig muss das sein? Ja, was, Digga? Jung, oh, du bist so ein Sch. Alter. Oh nein. Ich find's ziemlich cool. Ich hoffe, ich bekomme Corona. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass dir so ein Scorefield stehen würde. Jetzt möchte ich das so sehen. Hm. Hinten weiß ich gar nicht, wie es aussieht, weil ich da nichts gesehen habe. Also ich muss sagen, alles in allem, es könnte schlimmer sein. Ich finde es gar nicht so verkehrt, außer diese Kante hier und dass die nicht gerade ist. Und ich habe mir den Bart hier verkackt, aber mich sieht so schnell, glaube ich, eh keiner, außer ihr alle auf YouTube. Kann ich mit leben. Was geht ab YouTube? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir was ganz Besonderes vor, denn ich habe etwas im Internet bestellt. Ich glaube, ich hatte es sogar schon mal angeteasert. Das wollte ich mir schon letztes Jahr im Sommer eigentlich bestellen. Am liebsten wollte ich schon vor 10 Jahren haben, aber es ist ein bisschen teurer. Und es hat mit Sport zu tun. Ihr habt ja mitbekommen, auch in meinem letzten Video, dass ich so ein bisschen Yoga mache, weil ich nicht mehr viel mit Sport momentan machen und anfangen kann. Dementsprechend muss ich mir ja in irgendeiner Weise zu helfen wissen. Deswegen schauen wir jetzt mal hier in das Paket rein. Das Paket wiegt übrigens 30 Kilo. Aber ich habe es gehofft. Ich habe gehofft, dass da eine Tasche dabei sein wird, damit ich es transportieren kann. Die hieven wir jetzt erstmal hier raus. Jesus. Das sieht gar nicht schwer aus, denn in solchen Taschen sind normalerweise auch meine Lichter zum Beispiel, mit denen ich immer filme und die sind super leicht. Aber das Ding wiegt, wie gesagt, ich glaube ohne Verpackungsgewicht 27 Kilo. Oh, es ist jetzt schon wunderschön. Geil. Geil. Jetzt ist die Frage, ob ich es komplett auspacke, weil danach muss ich es eh wieder einpacken, denn ich kann jetzt noch gar nichts damit anfangen. Was haben wir denn hier noch? Was soll das hier denn sein?
everything I want. You were nothing that I need. You just my fault. Jawohl, ihr seht es vielleicht schon, es ist eine Airtrack-Matte. Ich bin jetzt einfach stolzer Besitzer einer Airtrack-Matte. Ich verfolge viele amerikanische YouTuber, so im Bereich Tricking, Parkour und sowas. Und die haben alle solche Airtrack-Matten bei sich im Garten liegen. Und ich habe ja früher mal für kurze Zeit in New York gewohnt. Da haben wir auch immer auf einer Airtrack-Matte trainiert. Und seitdem, das war 2014, wollte ich schon immer eine Airtrack-Matte haben. Und jetzt habe ich sie endlich. Die ist nicht so riesig, wie man es häufig aus YouTube kennt. Aber dieses Ding hat trotzdem 4x2 Meter, 4 Meter lang, 2 Meter. Breit, 20 cm hoch und da kann man geile Tricks drauf machen. Das Problem ist nur, ich habe keine Pumpe für diese Airtrack-Matte, denn hier wird keine Pumpe mitgeliefert. Und das war der einzige Anbieter, der eine Airtrack-Matte in den Maßen anbietet und ich dachte, das sind die besten Maße. Es wäre natürlich geil, so ein Ding mit 7 Meter Länge zu haben, aber dann hätte ich es nicht mehr transportieren können, weil das Ding dann 70 oder 80 Kilo wiegt. Und ich dachte mir so, knapp 30 Kilo ist wirklich das höchste Gewicht, was ich irgendwie transportieren will, um die draußen auf einer Wiese aufzubauen. Jetzt müssen wir damit leben, aber dafür haben wir keine Pumpe. Die habe ich separat bestellt und die kommt leider wahrscheinlich erst in 5 bis 7 Tagen. Das bedeutet, ich habe jetzt hier eine Airtrack-Matte und werde sie nicht testen können. Und ich weiß auch noch nicht, ob die Pumpe am Ende passt. Das war das Allerschlimmste. Ich konnte das relativ schwierig herausfinden, aber ich packe sie schon mal aus. Oh mein Gott, es ist jetzt schon so geil, ey. Oh. Ja, Mann. Es ist ein neuer Tag und ich habe zwei Themen für euch. Zum einen, ich habe den Muskelkater meines Lebens, denn ich habe gestern mal wieder Flips gemacht bei mir im Garten auf der Wiese. Und mein Ziel war es, endlich mal wieder auf Wiese Frontflip und Sideflip zu machen. Einfach so viele Flips wie erstmal gehen, so Standardflips, dass ich da wieder so ein bisschen reinkomme. Denn ich habe es schon erwähnt, es soll auf diesem Kanal jetzt nicht nur die nächste Zeit um Yoga gehen. Nein, das Calisthenics bleibt so ein bisschen erhalten. Ich werde auch weiterhin Handstand machen und ich will auch so ein bisschen in diesen Bereich, vielleicht Parkour, Tricking, so in die Richtung gehen. Aber da muss ich natürlich noch so ein bisschen Expertise aufbauen. Das Video seht ihr gleich, den Zusammenschnitt. Und die Pumpe ist gekommen für die Airtrack-Matte. Ich weiß aber nicht, ob es die richtige ist. Die sieht super klein aus und ich hoffe einfach, dass es dazu passt. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal die Flips, die ich gestern gemacht habe. Und dann schauen wir uns an, ob wir irgendwie die Airtrack-Matte aufgeblasen bekommen. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. And this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Live it right, that's the theme. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, this a dream. And I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just lose it. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now. Ihr seht, hier liegt die Airtrack-Matte und sie ist schon ein bisschen aufgepumpt. Ich dachte mir, jetzt schmeißen wir doch nochmal die Kamera an, denn ich habe meine Pumpe bekommen, aber es ist die falsche Pumpe. Und ich wollte dann testen, ob es doch irgendwie funktioniert. Aber ich dachte, da gibt es keinen Weg mehr, dass es klappen könnte. Denn nochmal, die Airtrack-Matte ist ohne Pumpe gekommen, blöderweise. Aber dafür war sie viel günstiger gewesen. Da dachte ich, komm, du musst jetzt nochmal irgendwie testen, weil die Pumpe passt da nicht drauf. Jetzt habe ich die Airtrack-Matte nochmal hier hingelegt, um mir irgendwie auszuhelfen. Ich bräuchte nun mal noch einen Aufsatz, der extra für so eine Airtrack-Matte da ist. Und den habe ich nicht und der kann erst ab dem 20. April geliefert werden. Ich will die aber vorher schon benutzen. Die dümmste Entscheidung war es natürlich, diese Airtrack-Matte hier im Office aufzubauen, weil ich es eigentlich nur testen wollte. Aber ich habe gemerkt, das funktioniert und wir blasen die jetzt mal weiter auf noch, dass die mal richtig fett wird.
First Reaction, ihr glaubt nicht, ich habe mich so lange auf diesen Moment gefreut. Ey, ich habe jetzt so Bock direkt zu flippen. Ich habe halt immer ein bisschen Schiss, das war nicht die teuerste, die ich genommen habe. Da hat man natürlich ein bisschen Angst, dass da irgendwas passieren könnte. Leider müssen wir jetzt die Luft wieder rauslassen. Ihr seht auf jeden Fall im nächsten Video, spätestens im übernächsten, aber wir versuchen es mal im nächsten Video, so ein paar Clips schon mal mit der Airtrack-Matte, wo wir die auf irgendeine Wiese knallen und so ein bisschen flippen. Natürlich mit maximal 2 Personen, denn wir befinden uns immer noch in einer Krise. So, wir wollten noch eine Frage klären, und zwar, kann man durch Dehnübungen Muskeln aufbauen oder wie begünstigt vielleicht das Dehnen den Muskelaufbau oder vielleicht verschlechtert sich sogar der Muskelaufbau durch das Dehnen? Genau dieser Frage wollen wir uns jetzt stellen. Das ist ein umfassendes Thema, ich könnte da easy 3 Videos zu machen, deswegen versuche ich mich da irgendwie mal so ein bisschen durchzuhangeln, denn die Antwort ist relativ komplex, und zwar, man kann sich sowohl den Muskelaufbau dadurch in die Länge ziehen, also es kann sich negativ auf den Muskelaufbau auswirken, aber auch positiv. Wir beginnen erstmal mit dem negativen Part, und zwar müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr euch regelmäßig dehnt, dann wird eure Muskulatur in einem gewissen Tonus, einer gewissen Spannung ausgesetzt. Und wenn es zu dieser Spannung kommt, dann könnt ihr sogar vom Dehnen Muskelkater bekommen. Also wenn ihr euch jetzt mal hinsetzt und einfach eine halbe Stunde die Leiste dehnt und ihr macht es normalerweise nicht, dann werdet ihr merken, dass ihr morgen Muskelkater davon habt. Denn die Muskulatur ist dauerhaft angespannt und natürlich reizt das auch die Muskulatur. Das ist genauso wie, wenn ihr jetzt heute Beine trainiert und ihr wollt morgen wieder Beine trainieren, habt aber Muskelkater. Ihr merkt zum einen, eure Leistung ist nur begrenzt. Ihr könnt nicht mehr die gleichen Gewichte bewegen oder das gleiche Training genauso absolvieren, wenn ihr bis an euer Maximum gegangen seid. Aber zum Zweiten ist es auch einfach kontraproduktiv. Ihr merkt, die Beine wollen das gerade nicht. Die haben schon Muskelkater, die haben einfach nicht mehr so die Kraftwerte. Und genauso ist es beim Dehnen. Wir müssen aber hier auch noch so eine Unterscheidung finden zwischen Dehnen und Mobility, also Beweglichkeitsübungen. Um das erstmal so ein bisschen klarzustellen, Mobility, also Beweglichkeitsübungen, sind, dass wir uns quasi in unserem gesamten Gelenkradius, in unserer gesamten Gelenkbeweglichkeit versuchen zu bewegen. Wir haben also eine bestimmte Gelenkbeweglichkeit. Ich nehme jetzt einfach mal die Schulter und ich kann vielleicht meinen Arm in 180 Grad über meinen Körper bewegen. Ich kann den Arm nach hinten bewegen. Ich kann meine Schulter in alle Richtungen drehen und versuche quasi in meiner Mobility-Routine diesen gesamten Bewegungsumfang von meinem Kugelgelenk in der Schulter auszunutzen. In meinem Dehnfähigkeitstraining, wo es wirklich rein um Stretching geht, versuche ich jetzt diesen Umfang von meinem Gelenk aktiv zu erweitern. In der Mobility mache ich das nicht. Da versuche ich vielleicht auch mit Gewichten mich in meinem Dehnungsumfang überhaupt zu bewegen, der mir aktuell zur Verfügung steht. Und Mobility-Übungen sind, glaube ich, erstmal, wenn man das so differenzieren sollte, für den Kraftsport häufig besser. Außer ihr habt wirklich Einschränkungen. Wenn ihr zum Beispiel in keinen anständigen Squat kommt, dann solltet ihr natürlich Dehnungsübungen mit reinfließen lassen, damit ihr einen anständigen Squat ausführen könnt. Wenn ihr einen Handstand lernen wollt, dann solltet ihr den Arm sauber 180 Grad über den Kopf bekommen, ohne in Hohlkreuz dadurch zu fallen, also während der Rumpf angespannt ist. Es hat also beide seine Daseinsberechtigung und beides ist wichtig. Ihr solltet aber unbedingt nicht vor dem Training euch zu krass dehnen. Lieber Beweglichkeitsübungen machen. Ihr habt ein Beintraining, ihr übt so ein bisschen im Squat, euch einfach zu bewegen. Wenn ihr jetzt hier zu krass Dehnungsübungen mit einfließen lasst, dann reizt ihr eure Muskulatur und diese kann dann bis zu 15% eingeschränkt werden. Ihr könnt den Muskeltonus um 15% ungefähr reduzieren, wenn ihr euch regelmäßig dehnt, aber auch die Kraftwerte werden in diesem Umfang eingeschränkt. Und das bedeutet, ihr könnt einfach keine anständige Kraft mehr erbringen. Ihr macht 100 Kilo Bankdrücken normal, dehnt übertrieben krass die Brust. Danach schafft ihr nur noch 85 Kilo und fragt euch, ey, wieso habe ich so einen Krafteinbußen? Ja, wahrscheinlich wegen dem Dehnen. Das Dehnen funktioniert jetzt über Aktin- und Myosin-Filamente. Wenn diese überlappen, dann kommt es quasi zu einer Muskelanspannung und wir kommen in einen Dehnungszustand. Das kann durch eine geile Animation nochmal schön erklärt werden. Da habe ich eine super Animation für euch gefunden. Das blenden wir hier nochmal ein. Du musst dir das so vorstellen. Wir haben einzelne Muskeln und diese Muskeln bestehen nochmals aus Muskelfasern. Ich denke mal, das hat jeder schon mal gehört. Unsere Muskelfasern bestehen aber jetzt aus einem noch kleineren Teil, und zwar Muskelzellen. Und in den Muskelzellen, du kannst dir also vorstellen, wie klein das Ganze ist, sitzen unsere eigentlichen Kraftwerke, und zwar die Aktin- und Myosin-Filamente. In dem Fall ist jetzt das Myosin in Gelb gekennzeichnet und es hakt sich an den Aktinfäden an und zieht diese an sich heran. Das bedeutet, der Muskel zieht sich zusammen, der Muskel kontrahiert, der Muskel wird in dem Fall angespannt.
Wenn die Myosinköpfchen jetzt ein Signal von uns bekommen, dann lassen sie los und der Muskel entspannt eben wieder. Bei der Dehnung können wir uns aber trotzdem so weit dehnen, dass sich die Muskeln dennoch anspannen und damit überlappt sich wieder das Aktin und Myosin und es kommt wieder zu einer Anspannung im Muskel. Also du siehst schon, es handelt sich um ganz kleine Teilchen, die in jeder Muskelfaser unseres Körpers verankert sind. Und wenn die alle zusammenarbeiten als Kraftwerk, dann werden extrem krasse Sachen möglich. Und jetzt kannst du dir auch vorstellen, was bei einem Handstand, bei einem Planche, bei einem Frontlever alles zusammenarbeiten muss, dass da so viele Aktin- und Myosin-Filamente quasi gleichzeitig aktiviert werden. Das ist einfach super erstaunlich. Zusammengefasst könnt ihr natürlich auch mit den Fähigkeitsübungen euer Muskelaufbau begünstigen. Zum einen, ihr bekommt irgendwann einen größeren Bewegungsumfang in eure Bewegungen. Das bedeutet, ganz egal was ihr macht, zum Beispiel beim Kreuzheben runtergeht, ihr könnt eine größere Range of Motion mitnehmen und damit die Muskulatur besser ausreizen. Und dadurch könnt ihr auch die Muskulatur einfach besser trainieren. Das gleiche gilt natürlich, wenn ihr einen tieferen Squat habt. Dann erreicht ihr mehr Muskelfasern, die ihr gleichzeitig trainieren könnt. Und um diese Mobility zu bekommen, um dahin zu kommen, müsst ihr euch erstmal da rein dehnen. Aber in einem neuen Dehnungszustand, den ihr erreicht, habt ihr erstmal keine Kraft. Das bedeutet, es beginnt mit den Fähigkeitsübungen, geht weiter mit Mobility und endet mit dem Kraftsport. Den Fähigkeitsübungen nicht vor dem Training machen, wenig nach dem Training, wenn überhaupt, außer es tut euch gut, lieber an einem Pausentag, damit ihr hier nicht zusätzlich die Muskulatur ausreizt. Mobility-Training gerne vor dem Training, gerne nach dem Training könnt ihr immer machen. Aber auch Dehnübungen sind natürlich wichtig, dass ihr euch nicht so häufig verletzt. Und wenn ich in meinem Leben mal alle Verletzungen mit einberechne, wo ich nicht trainieren konnte, was vielleicht auch auf meine Dehnung zurückzuführen war, dann habe ich natürlich richtig negative Auswirkungen auch auf meinen Muskelaufbau gehabt. Wenn ihr zum Beispiel viel Brust trainiert, euch nie dehnt, die Schultern wandern nach vorne, ihr bekommt das Impingement-Syndrom, bekommt Schulterschmerzen und könnt einfach den Kraftsport nicht mehr so richtig ausführen und müsst eine Pause einlegen. Und das wirkt sich natürlich wieder negativ auf die Muskulatur aus. Dementsprechend dehnt euch zu richtigen Zeiten, schafft hier Routinen, aber es muss nicht jeden Tag sein und achtet darauf, Dehnübungen können auch die Muskulatur ausreizen. Das war jetzt nochmal ziemlich umfangreich, das Video geht auch relativ lang. Wie gesagt, sagt mir gerne mal, was ihr von so einem Format haltet, ob ich auch weiterhin am Wochenende sowas hochladen soll, wo es einfach in einem Video um sehr viele Themen geht. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, die Handstandanleitung ist aktuell noch um 15 Euro reduziert und wenn ihr was für die Gesundheit eures Körpers tun wollt, dann haben wir hier immer noch unser Pulsus Fit Faszien-Set. Ich habe jetzt hier nur 2 Gadgets davon, insgesamt habt ihr aber 4 mit dabei, mit denen ihr Faszientraining und Fasziengesundheit für euren gesamten Körper fördern könnt. Auch dieser Link ist nochmal unten in der Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und ciao.